die Geschichte. Berlin heute Mittag. Eine extremistische Endzeit-Sekte hält seit Stunden den Verkehrsknotenpunkt Großer Stern besetzt und sorgt für Riesenstaus in der Innenstadt. Die als Geiseln genommenen Autofahrer sind genervt. Die finde ich nicht in Ordnung, weil jeder muss ja zur Arbeit fahren. Jeder hat irgendwelche Termine und da setzt man sich doch nicht einfach drüber hinweg. Blödsinn ist das. Warum? Wir haben Termine. Ich bin mir sicher, die fahren selber alle mit Autos und auch ziemlich mit älteren Autos wahrscheinlich. Ja, solche Aktionen sollten dann vielleicht woanders stattfinden oder kürzer. Da sollte man kontrollieren, mal sehen, wie viele von den Autos besitzen. Sind zwar gegen Autos oder behindern uns bei der Arbeit? Klimaschutz geht übrigens auch, wenn man mit dem Sport-SUV im Stau steht und dabei den Motor laufen lässt. Jedenfalls war das der Eindruck, den uns einige Interviewte vermittelten. Ist doch gut. Klimaschutz ist wichtig. Sagt jemand, der im Porsche sitzt. Ja gut, naja. Finde ich super. Warum? Kann ich nur unterstützen, weil weil ich Klimaaktivistin bin. Ja, genau. Und weil viel weniger Autos hier in der Stadt sein müssen. Sie sind sich aber schon darüber im Klaren, dass Sie gerade mit dem Auto in der Stadt fahren. Genau. Eigentlich fahre ich nur Fahrrad. Und nur heute ausnahmsweise. Klar. Danke. Es ist, Klimaschutz ist gut. Und da sollten wir allgemein in unserer Gesellschaft viel mehr für tun. Ja, auch global. Und das... Tja. Ich muss leider weiterfahren, ne? Okay.